Herzlich willkommen bei einem kurzen Video zum Thema Vergebung. Ich habe ja am 15. Oktober in Linz einen Live-Workshop, wo es eben um die Kraft der Vergebung geht. Und ich möchte dir in diesem Video einfach ein paar Inputs geben. Auf der einen Seite, vielleicht kannst du ja nicht zu dem Workshop kommen. Auf der anderen Seite, vielleicht interessiert dich ja dann der Workshop doch mehr und du kommst drauf, dass das was für dich ist. Was passiert denn mit Vergebung? Vergebung ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, gerade in Familiensystemen, rate ich ja davon ab, den Eltern zu vergeben, weil das ein Verschieben der Rollendynamik ist. Das heißt, da muss man das extra betrachten. Aber was passiert eigentlich mit der Energie Vergebung? Das ist eine Energie, die ich ganz oft anwende in meinen Sitzungen, in meinen Einzelcoachings und auch bei meinen Kursen kommt Vergebung immer wieder vor, und zwar in der Form sich selbst und anderen vergeben. Also indem du dir selber vergibst, ja, löst du schon einmal die Energie, es wird was weicher, es geht etwas auf, und dann den anderen kann man natürlich auch vergeben. Was löst sich denn eigentlich? Du kannst dir das so vorstellen, wenn du das Gefühl hast, es geht darum, jemanden zu vergeben. Was passiert denn? Du trägst jemandem etwas nach, ja? Oder du hältst jemandem etwas vor, womöglich auch. Also du trägst nach, du hältst vor. Auf jeden Fall sind das beide Worte, dieses Tragen und Halten, bedeutet doch nur, du hast gebundene Energie. Wenn ich da jetzt dir selber etwas nachtrage, ne, dann laufe ich ja mit der Last herum. Dem ich es nachtrage, oder der ich es nachtrage, die hat ja das Problem gar nicht. Ich trage es ja. Und deshalb geht es eigentlich bei der Vergebung darum, dieses Nachtragen zu lösen. Dass ich sage, ich werde da wieder frei davon. Und wie du das machst, da wäre eine ganz, ganz gute Technik, einfach mal einmal bewusst zu werden, wem hältst du denn was vor, wem trägst du denn etwas nach. Und du kannst dir da einfach Zeit für dich nehmen. Also ich empfehle, setz dich mal hin und spür da mal rein. Und wenn du das Gefühl hast, du kommst jetzt über das Nachtragen oder Vorhalten nicht so ganz hin, dann würde ich dir empfehlen, dass du einfach mal prüfst, wo bin ich nicht zufrieden? Wo habe ich keinen Frieden in mir? Denn das, was du nachträgst, ist wie ein Stein im Schuh. Den merkst du auch im Energetischen, den merkst du im Seelischen, den merkst du dann auch im Zwischenmenschlichen. Das bedeutet, sobald diese Energie gebunden ist, erzeugt die ein gewisses Feld, eine gewisse Resonanz in dir, die halt einfach wirklich dann Unfrieden schafft. Und wenn du jetzt sagst, wo bin ich denn unzufrieden, generell einmal, würde ich ansetzen, dass du dir selber oder anderen mal vergibst. Ich vergebe mir selbst, ich vergebe den anderen. Also das wäre so meine Idee. Schau dir die Sachen einfach energetisch an. Denn Energiearbeit bedeutet ja letzten Endes, und auch bei der medialen Energetik, es bedeutet ja nur, schau dir die Dinge auf eine energetische Art und Weise an. Das heißt, das, was du fühlst, das, was du empfindest, das mach mal zu einer energetischen Wirklichkeit, die du dann auch bearbeiten kannst, lösen kannst und dann natürlich auch Ergebnisse erzielen kannst, an die du vielleicht vorher noch nie gedacht hast. Also nochmal, wem trägst du etwas nach? Wem hältst du etwas vor? Und ich wünsche dir da viel, viel Kraft und viel, viel Energie, das aufzuspüren und dann auch zu lösen. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch beim Kurs am 15. Oktober hier bei mir in Linz, die Kraft der Vergebung. Ich würde mich natürlich freuen. Und auch wenn wir uns nicht sehen, wünsche ich dir alles, alles Gute. Und vielleicht findest du ja eine gewisse Inspiration in diesem Video. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereny. Bis nächstes Mal. Tschüss.